Hallo meine lieben Leute, hier ist die Lucida und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 im Wilden Westen. Da rauscht auch schon unser Zug davon. Ja, wir haben in dieser Folge sehr viel vor, mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen können. Ich fürchte, erfahrungsgemäß nicht so weit. Ja, wir wollen zum einen hier dieses Boot anschließen an Lovell. Ja, und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass ich auch hier diese Region so anfangen wollen würde, gerne die ein bisschen auszubauen, zumindest also Güter reinzuliefern, die Städte miteinander zu verbinden, schon mal so ein bisschen, dass das anfangen kann zu wachsen. Ist ja gewünscht und gewollt, dass hier diese Städte zusammenwachsen und dann gibt es eine schöne Verbindung zwischen diesen beiden Hauptstädten hier in dieser Region. Ja, bei dem hier, wo ich letztes Mal so lange rum überlegt habe, wie ich das mache, mit einer U-Form, Hans Bastler hatte die Idee mit dem Kreis, mit einem großen Kreisel so. Ich glaube, ich mache es mir einfach viel zu schwer. Wir fangen einfach klein an und machen erstmal nur diesen Bauernhof an die Bäckerei ran und dann darüber. Oh, aha, was ist denn das? Viele Räder. Ja, und was für den zweiten Bauernhof ist, das kann man dann immer noch sehen. Auf jeden Fall reicht im Moment ja einer aus. Das werden wir dann so machen. Dann wollte ich auch die Werkzeugverbindung hier weiter ausbauen. Nach da unten hin, Baton Rouge. Die Hauptstadt von Louisiana, wie ich erfahren habe. Genau, und dann hatte ich mir noch Sorgen gemacht, wie wir das mit dem Passagierverkehr, mit dieser Linie hier machen, dass die Züge hier nicht voll ankommen und dann keinen mehr mitnehmen können, wenn sie weiterfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Geplant war ja von Anfang an, dass hier oben mal irgendwann eine Hochgeschwindigkeitsstrecke entlang führt, die dann eben direkt von New Heidelberg bis darunter führt und weiter nach Norden, was auch immer da noch kommt. ja, und da fahren dann die Schnellzüge entlang. Da dürfen dann die Leute einsteigen, die den schnelleren Weg nach zwischen oben und unten suchen. Und alle anderen fahren dann eben mit diesem kleinen Zug hier. Ich glaube, damit hat sich das Problem dann erledigt. Ja, so einfach kann sich die Sache lösen. Manchmal finde ich sehr schön. Ja, da wollte ich euch noch mit einer Sache auf den Laufenden bringen. Eine relativ unwichtige Sache. Wir hatten hier ja irgendwo so Wasserreservoirs aufgebaut. Ja, hier. Genau, da hatte ich großspurig gesagt, ja, das kann ich ja, sowas kann ich selbst modellieren. Ich kann es bloß nicht ins Spiel einfügen, weil ich kein Modder bin. ja, da wollte ich euch mal kurz zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwann mal tatsächlich angefangen, so ein Wasserreservoir zu bauen, weil das hier doch recht ja, sporadisch aussieht und auch nicht so gut in die Landschaft reinpasst. Und ja, ihr seht das da, was ich hier gebastelt habe. Ich habe mich dann brutal verkünstelt mit diesen Streben da und habe es dann auch irgendwann wieder gelassen. Es fehlt noch eine Leiter. Und ja, ansonsten wäre das Teil aber fast fertig. Und ja, ein paar weitere Streben würden auch noch fehlen. Aber ich habe dann auch irgendwann wieder aufgehört, weil stundenlange Arbeit. Im Gegensatz zu Gordon Dry habe ich von Modding überhaupt keine Ahnung. Also von Mods schreiben. Von daher ist es wahrscheinlich ein bisschen großspurig, da zu sagen, ich kann das auch. Ja, egal. Also, dann würde ich sagen, fangen wir hier mit diesem Bauernhof an und packen da mal, bauen zuerst mal eine Straße. Gelände, zeige dich, Gelände. Ja, da ist ja jetzt mittlerweile auch wieder ein Patch rausgekommen vor ein paar Tagen. Ich hab da noch überhaupt nicht ausprobiert. Deswegen muss ich mich überraschen lassen, was sich hier so alles finden kann. Ah! Nein, das ist ja schrecklich hier. Ah, okay, da geht überhaupt nichts. Na, komm mal her. Ja, komm mal her. Oh, jetzt muss er da irgendwie dran vorbeikommen an diesem schicken Feld, das ich da gelegt habe. Das Geräusch macht mich ganz wahnsinnig. Komisches Geräusch, ja. Ja, das wird so nicht funktionieren. Gut, müssen wir uns einen Weg drumherum suchen. Ah. Wäre es nicht schön, wenn wir hier einen Straßenanschluss hätten? Irgendwie scheint doch sowieso geplant zu sein, dass hier ein Straßenanschluss hingehört. Ja. Dann helfen wir hier. Oh! Das geht gar nicht. Ah, was ist denn das? So, hier ist auch ein Straßenanschluss. Ja, komisch, es verläuft ins Leere. Ach so, soll das so eine Art, soll das der Zugang sein zu den Feldern? Sozusagen, dass hier die Trecker rausfahren und dann müsste jetzt hier eigentlich so ein Feld sitzen. Ach, kleiner See ist auch dabei. Ja, Mensch. Na gut, gucken wir mal, wie wir hier vorbeikommen können. Also hier ist die Grenze. Muss eben hier so vorbeikommen. Oh, liebes Geld.
Okay, aber hier werden wir wohl dran vorbeikommen. Das wird ja wohl möglich sein. Ja. So. Wunderbar, da können Sie fahren. Ah, die beiden Züge kreuzen sich. Also richtig voll besetzt ist der hier aber nicht. Ja, aber macht schöne Gewinne. Schick, schick. Och, was ist denn sowas hier? Hey, jetzt war man nicht so schnell mit den Fahrzeugen hier. Sonst komme ich nicht daher. Mensch. Ja, hier gibt es keine Geräusche. Komisch. So, bauen wir das mal hin, dass wir da theoretisch auch Anschluss bekommen, um vielleicht dieses Teil da noch anschließen zu können. Da können wir dann einfach einen zweiten Ausgang machen. Ich denke, das passt ganz gut. So. Ah, mach nicht so schnell, während ich hier baue. Okay, und dann fehlt uns noch eine Linie hier rein. Natürlich. Die drei Brotgebäude hier. Oh Mann. Unglaublich. Na gut, wir denken groß. Falsche Seite. Mist. Wir denken groß und hoffen, dass diese Stadt noch schön wachsen wird. Ja, viel Potenzial ist da nicht. Ich glaube, größer als 1000 Einwohner kann die nicht werden. Aber das ist ja schon mal was. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Gut, hier können wir einen zweiten Straßenausgang machen. Ja, sogar hierhin. Das wird sich ja gut anbieten. Wobei, auch hier denken wir groß und bauen da mal noch gleich eine größere Plattform hin. Gut, das sollten wir hier, glaube ich, auch machen. Gleich groß denken. Okay. Dann kann er uns natürlich überlegen, ob wir hier dann auch eine Güterlinie einrichten. Nee. Nee, das lohnt sich irgendwie noch nicht. Hier gibt es nirgends Brot. Ugh. Mache ich jetzt dieses ganze Bauernhof-Geschwafel von wegen, ah, diese ganzen Bauernhöfe müssen da angeschlossen werden. Nur für diese eine, für dieses eine Kaff hier. Lovell. Nicht zu fassen. Ja, manchmal weniger reden, mehr gucken. Würde vielleicht nicht schaden. Ja gut, wir tun unser Bestes. Ich tue mein Bestes immer. Ach du Schreck. Wir haben schon ganz viele neue Fahrzeuge. Planen LKW. Alle Güter. Mensch, da hat sich ja einiges getan. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich glaube fast. Ah, ich überlege gerade, ob ich die Zeit ein bisschen langsamer laufen lassen soll, aber ich glaube, ich habe versprochen, das nicht zu machen. Lassen wir das lieber. Okay, ach, das sind etwas günstiger, dafür auch langsamer. Nee, nee, dann nehmen wir gleich die schnelleren. Die hier. Oh, ist das teuer. So, hier. Kann wahrscheinlich gleich noch viel mehr gebrauchen, aber. Ja, komm. Aber. Ja, theoretisch könnte man dann auch für. Von hier nach in die Stadt rein, dann die diese günstigeren hier nehmen. Alle Güter. Ha! Jetzt sehe ich gerade erst, dass der eine kleinere Kapazität hat als dieser Kollege hier. Aber dafür schneller. Ah! Na gut. Okay, für. Den Weitertransport vom Bauernhof in die Stadt nehmen wir dann einfach mal dieses Teil hier. Ja, Takt passen wir dann an, wenn es soweit ist. Wenn sich da was zeigt. Okay, also das hätten wir jetzt mal soweit. Sehr schön, die Stadt wird sich freuen. Ja, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld reinbekomme, können wir auch bald mal hier diese. Och, Jechen. Diese Loks hier ersetzen, die so gar nicht klarkommen mit den brutalen Steigungen hier.
Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja, der fährt voll. Da könnten wir auch, glaube ich, noch einen Waggon ranhängen. Die Lok ist dann weiterhin mittelmäßig. Ich glaube, 80, also 4 Wägen schafft sie, glaube ich, noch mit mittelmäßig. Danach wird sie schlecht. Ja, ich habe gesehen, dass die hier schon wieder den Bahnhof zugebaut haben und habe da schnellstmöglich noch so ein Gebäude hingestellt. Also größer können wir diesen Bahnhof nicht machen. Mal schauen, was da kommt. Es wird dann ein bisschen blöd, wenn hier dann auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke dann da durchführen soll. Rein theoretisch habe ich hier sogar ein Gleis zu viel gebaut, wenn das hier nur eine lokale Strecke sein soll, diese hier runter, dann hätten wir auch nur ein Gleis gebraucht, wenn das gar nicht da weiter nach oben führt. Ja. Punkt Nummer 1 erledigt. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal. Ach, die sind immer noch auf dem Weg hier. Eieiei. Ja, das werden viel zu wenige sein. Egal. Da warten schon so einige Güter. Och, jetzt baue ich das Ding aus und dann ist das andere. Och, Mensch. Na gut, komm mal her. So, schon gleich viel besser, oder? Gut, dann schauen wir uns erstmal diese Region hier an. Chesapeake und Plains Corner. Da brauchen wir auch Brot. Ja, das wird sich wenigstens für diese beiden Städte hier schon mal lohnen. Ja. Da hatte ich auch schon mal, glaube ich, überlegt, wie man das am besten machen könnte. Also eine zukünftige. Ah! Oh nein! Eine zukünftige Zugverbindung. Dafür brauchen wir ja auch wieder ein Gleis. Ach du meine Güte, hey. Ja, ich sehe schon, dieser Bahnhof ist einfach Schrott. Den hätte ich hier hinbauen sollen, da hätte ich Platz ohne Ende. Ich glaube fast, ich sollte den gerade nochmal abreißen, bevor der mir in Zukunft jede Menge Probleme machen wird. Ja. Ja, ich glaube, das ist die bessere Möglichkeit. Wenn ich ihn einfach hier nochmal neu aufbaue, ein Stückchen außerhalb der Stadt, da kann ich ihn so sehr verbreitern, wie ich will. Das hat ja auch beim alten Heidelberg-Bahnhof ganz gut geklappt. Ja, weil hier, also für einen Hauptbahnhof, für eine Hauptstadt, es ist doch ein bisschen sehr beengt hier. Ja, Leute, ich mache das mal eben. Ich mache das eben in der Pause und ihr könnt euch dann hinterher anschauen, ob mir das gelungen ist, was ich hier mir vorgenommen habe oder nicht. Ja, und diese Riesenbrücke kommen wir wohl nicht drum herum. Ja. So ärgerlich ist das. Gut, dann kommt der Bahnhof eben hier hin. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Oh Mann. Nur wegen dieser blöden Straße hier. Okay, ich sehe, ich hätte das aber auch anders machen können. Ja, eine Geldverschwendung ohnegleichen. Ähnlich wie die erforderliche Mautgebühr, mit der wir uns zuletzt in Deutschland rumgeschlagen haben. Riesengeld und am Ende wird es doch nichts. Gut, also wir machen jetzt einfach hier schon die Straße rüber anstatt hier. Da können wir hier die Brücke schon früher setzen und dann den Bahnhof hier näher an die Stadt ransetzen.
Würde mir, glaube ich, besser gefallen. Okay. Damit können wir leben. Denke ich. Und dann können wir hier diese Straße abreißen. Oh. So teuer das auch sein wird. Wobei es geht. Vielleicht kommt das Gleis hier vorbei. Na, wobei. Hier kommt es wohl nicht vorbei. Aber das können wir stehen lassen. Okay. Oh Gott. Ja. Bahnhofsbau. Immer wieder eine Freude. Ein teures Vergnügen. Immer wieder. So. Also jetzt kommt hier die berühmte Brücke hin. Okay. Jetzt klappt das besser. Jetzt geht's wenigstens. Mit M habe ich das jetzt gemacht, dass es hier einen Buckel macht irgendwie und da kommt er wenigstens rüber. Und so kommt er hier wieder runter. Besser. Immerhin. Nein. So. Es wäre jetzt nicht so schön für die Anwohner hier so einen Erdwall hinter sich zu haben. Müsste doch eigentlich auch schöner gehen. Na ja, gut, dann können die Züge hier wenigstens schneller fahren. Das ist auch schon mal was. Ja, wundert mich aber, dass er hier keine Brücke mehr anstrebt. Naja. Hier werden wir eine schärfere Kurve hinbekommen müssen. Das sind jetzt die beiden zukünftigen Hochgeschwindigkeitsgleise. Oh Mann, wird da viel Umbauten hier notwendig sein. Nein. Gott. Gut, jetzt kommt dann hier noch ein. Ja. Ein Gütergleis hin, so. Falls dann später noch weitere dazukommen, wird man das später noch sehen. So, machen wir das mal so voll, wie es geht, damit die uns hier nicht einbauen. Und es fehlt noch ein Passagiergleis. Für die Strecke nach da unten. Da reicht ja wirklich eins. So, na gut. Okay, das müsste eigentlich reichen. Zubauen werden sie uns da, glaube ich, nicht. Aber hier sollte ich gleich schon mal zur Sicherheit. Auch mal darauf wechseln, wer weiß, vielleicht braucht man es mal später irgendwann. Ja. Gut. Das Ende hier können wir komplett vergessen, glaube ich. Da wäre es besser, das von hier aus da anzuschließen. Ja, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, die wir dann eben abseits dieser Zickzackstrecke da irgendwie dran vorbeiführen. Weiß ich noch nicht. Wird man sehen, wenn ich Geld habe. So. Ja, das war jetzt doch wieder mal was Größeres. Super. Hat mich meine gesamten Ersparnisse gekostet. Okay, also erstmal brauchen wir hier die Fortführung. So, sagen wir mal so. Okay, das ist das Gütergleis. Gut, führen das mal so daran. Sieht doch gut aus. Schick. Okay, wo will der hin? Ah, zu den Brettern. Gut, dann hat er kein Problem. Immerhin. Ja, hier fehlt noch die Verbindung darüber, sonst wird er gleich wieder meckern. Ach, wobei, machen wir es jetzt gleich. Machen wir es gleich richtig, dann haben wir es erledigt.
Ja, da kommt eigentlich hier noch irgendwie ein Depot schön hinsetzen. Wird sich, glaube ich, anbieten. Wie auch immer. Mit einem Depot alle Gleise zu erreichen, also alle Linien, auch die hier, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Vielleicht, ja. Wobei, ach. Klappen können es. Zumindest die hier alle. Also, das kriegen wir hin, kein Problem. Och. Was ist denn hier schon wieder passiert, Mensch? Okay, hätte ich vielleicht auch vorher machen können. Okay, von hier aus müssten wir dann auch noch darüber kommen. Wäre da nicht diese Weiche schon? Ach ja, Bahnhofsplanung. So. Wunderbar. Oh Mann, ich werde da später nicht mehr durchblicken. So, na gut, könnte aber wieder ein schöner, verwirrender Bahnhof werden. Okay, irgendwo fehlt noch was. Gut, also soweit haben wir das geschafft. Das wird jetzt wieder teuer, weil die Züge, glaube ich, leer fahren müssen. Und hier fehlt natürlich auch noch die Verbindung zum Bahnhof, wobei das könnte eigentlich relativ einfach sein. Gucken wir mal, ob wir den Bahnhof noch so ein bisschen ausbauen können. Ja, wir könnten doch hier noch einfach noch eine Plattform hinsetzen. Oh. Teurer Spaß. Also hier auf jeden Fall. Für unsere freundlichen Fußgänger. Hilft hier gerade nicht so sehr weiter. Na gut, dann können wir hier noch eins hinbauen. Vielleicht auch einfach nur noch ein Gebäude, ein kleines. Ja. Wieso ist das denn so teuer? 1 Million? Sind die nicht ganz dicht? Also natürlich optimal. Ist das wirklich so teuer, das blöde Haus? Kann doch nicht sein. Okay, das ist recht teuer. Gut, ich habe mich komplett verausgabt mit den Kosten. Unglaublich. Ja, das ist doch fein hier. Ja, das ist doch wirklich fein. Gut. So, ab hier könnt ihr weiterbauen, von alleine. Das kriegt ihr hin. Da können wir auch noch ein bisschen was. Ja. Oh Mann, wie das aussieht hier, echt. Das müssen wir noch ein bisschen schöner machen, fürchte ich. So, na gut. Oh je. Oh Mann, oh je, oh je. Okay, vielleicht sollten wir da der Logik halber noch einen Durchgang machen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Bahnhof hier sagt. Ich kann mich noch nicht so richtig dafür erwärmen. Ei. Nein! Ah, Gott. Okay, ich wollte eigentlich bloß hier diesen Durchgang wegmachen, aber der ist jetzt auch weg. Gut. Hier soll er auch weg. Ah, jetzt ist er noch da. Okay. Ja, muss doch nicht sein, dass hier zwei so Durchgänge direkt nebeneinander sind, so Unterführungen. Machen wir lieber hier noch Dächer drauf. So. Ui. Gut. Das hat mich verausgabt jetzt. Okay, irgendwas fehlt hier noch. Was ist mit dir? Du findest keinen Weg, oder? Oh, so, klappt's jetzt? Ja, super. Gut. Dieser Bahnhof hat meinen letzten Nerv schon wieder geraubt. Okay, aber immerhin müssen wir jetzt die Linie nicht umlegen, das passt soweit. Ja, mal schauen. Also ich denke, dass da später noch weitere Umbauarbeiten auf mich zukommen. Aber zumindest ist da jetzt noch mehr Platz.
Ja, ich hoffe mal, das ist okay. Ja, liebe Leute, das hat jetzt wirklich viel Zeit gekostet. Ich fürchte, meine anderen Ideen müssen bis zum nächsten Mal warten. Ah! Ja, jetzt fehlt zum Beispiel diese Cargo-Plattform für, oder überhaupt diese Plattform, diese zwei, müssen sogar zwei Plattformen sein, eine Cargo-Plattform vielleicht und eine Passagierplattform von hier, die darüber führt. Wobei Cargo, na, vielleicht schon. Also es wäre nicht schlecht, wenn es eine gäbe. Vielleicht sollten wir das mal noch eben anbauen. Oh. Ja. Könnte es sein, dass ich auch noch Ziegel irgendwann mal darüber liefern will. Mit dem Zug, wenn hier sowieso ein Zug fahren wird, hier entlang. Das wird sich ja dann anbieten. Wobei, ja, ein sehr kurzer Zug. Ach, keine Ahnung. Ich lasse es erstmal so. Ach, jetzt fangen sie schon an. Vielleicht sollte ich es doch nicht so lassen, wenn die hier schon anfangen, alles zu verändern. Vielleicht sollte ich da möglichst schnell bauen, was zu bauen ist, bevor die wieder alles zugemacht haben. Güter könnten wir gleich hier hinsetzen. Ja, machen wir das halt eben noch. Gott, geht das schnell. Unglaublich. Gut, und eine Passagierplattform. Wir machen erst noch ein weiteres Gleis für die Passagiere. Ich hoffe, ich blicke nachher wieder durch, was ich gemacht habe. Ja, aber ich denke, ich komme klar. Nicht besonders lang. Im Moment könnte ich das hier noch abreißen. Ja, im Moment kann ich das noch abreißen. Mal kurz Pause hier. Tut mir leid, ihr habt das wirklich schön gemacht, aber Bahnhof hat immer Vorrang. Das sollte man doch wissen. Welches Modul wird entfernt? Achso, da ist ja dieser Straßenausgang. So, hier geht es schon nicht mehr weiter wegen der Straße. Na gut, von mir aus, es müsste eigentlich reichen. Das sind bestimmt auch schon. Also es sind jedenfalls mehr als 160 Meter. Gut, ja, machen wir es auch gleich richtig. Ja. Ja. Stellen wir da noch ein schickes kleines Gebäude hin. Oh, es fehlt ja sowieso ein Gebäude. Es fehlt ja komplett ein Gebäude. Mensch, Leute. Oder wir setzen hier so ein Kopfbahnhofgebäude hin. Das wäre doch mal ein netter Bahnhof hier. Gucken, ob das machbar wäre. Seit Nebengebäude. Hauptgebäude, Nebengebäude, mittleres Nebengebäude. Ja, wie wäre das? Oder gar das? Nein, das ist zu groß. Ja. Ja, das ist doch auch mal nett, oder? Schließen wir das noch an. Ja. Perfekt. Und dann können sie hier bauen, wie sie wollen. Jetzt müsste wirklich alles gedacht sein, gemacht sein. Ich hoffe es jedenfalls. Also ich weiß, dass da in 20 Folgen oder sowas wieder Riesenumbauten notwendig werden. Aber für den Moment bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass es jetzt doch schon mal ein bisschen mitgedacht ist in die Zukunft. Ja. Und es war ein anderer Bahnhof als sonst mit dieser Verschachtelung hier. Ich finde es interessant. Ja, gut, fahrt weiter. Gut, damit sind jetzt die Weichen gestellt für eine Zugverbindung hier rüber. Samt, oh Gott, war das teuer. Samt Gütern. Das machen wir dann, das gehen wir nächstes Mal an. Vielleicht auch gleich mit den Ziegeln hier, das wäre doch was. Die können wir noch gleich darüber liefern. Ja, Pläne über Pläne. Oh. Hier können auch Ziegel gebrauchen. Da sehe ich noch den Bedarf für eine Güterplattform hier auf dieser Seite. Leute, ich kann nicht anders. Ich muss das auch noch schnell hinbauen. Gleise natürlich auch.
Ja, ich weiß, es kommt jetzt komisch, wenn ich hier das Gleis enden lasse auf diesem Passagierteil hier. Aber da ist ja ein Prellbock. Es wird niemand was passieren. Oh Gott, also ich weiß ziemlich sicher, dass ich hier wahrscheinlich viele Fehler reingebaut habe. Stopp, komm, gib mir ein bisschen Geld noch. Los. Wenn ich einmal dran bin, dann mache ich das jetzt auch. So. Gut. Gottes Willen. Ja gut, kompetenter Hauptbahnhof. Zukunftsfähiger Hauptbahnhof, hoffe ich jedenfalls. Gut, ja, nächstes Mal können wir dann vielleicht hier anfangen, diese Strecke darüber zu legen und Baumaterial darüber verschiffen hier, verzugen. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich würde dann wirklich vielleicht mein Augenmerk hier auf diese Region richten und die schon mal anfangen auszubauen und ja eben das zu verbinden. Das fände ich sehr reizvoll. Ja, liebe Leute, mal gucken, ob ich da jetzt ein schönes Video draus machen kann, das auch nicht ganz so extrem lang geht. Werfe noch kurz einen Blick hier auf dieses Teil, ob sich da schon was ergeben hat. Angekommen scheint noch nichts zu sein. Hier ist auch noch nichts unterwegs. Ah doch, ist schon ein bisschen was unterwegs. Ja, schön. Ich bin gespannt, was ihr für Kommentare habt, falls ihr euch äußern möchtet zu meinem neuen Hauptbahnhofskonstrukt hier. Ich freue mich darauf, ich bin gespannt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida.